Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Sims an diesem Samstag. Ja, ich habe heute Morgen in der Folge noch von Karfreitag geredet. Das lag eigentlich daran, dass das für gestern die geplante zweite Folge war. YouTube hat mir dabei leider einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Dicke Sorry hier an dieser Stelle nochmal. Das Video war eigentlich um 2 Uhr fertig hochgeladen, fertig verarbeitet war es, aber erst irgendwann um 11, halb 12 nachts. Und da habe ich mir auch gedacht, nee, komm, das guckt jetzt sowieso keiner mehr, dann bringe ich das halt in der Früh. Dafür, da gestern dann keine Doppelfolge gekommen ist, werde ich am Montag dann 2 Folgen bringen. So, wir sind hier wieder bei unserer Familie mit Alexis, Max und Felix. Übrigens, ich habe erstens nochmal beim Gucken der letzten Folge gesehen, dass ich es total vergeigt habe, dass ich hier oben hätte sehen können, was Max machen muss, um eine gute Jobleistung zu bringen. Und mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, wenn ich diesen kleinen Trailer davor mache, vor die Folge. Wir hatten uns das überlegt, das für unsere längeren Objekte vorzumachen, unsere Langzeitprojekte. Und ich wollte da immer was aus dem Spieltrailer reinnehmen und dann auch aus den Familien, da ich momentan noch nicht so viele Szenen aus dem Addon von den Familien habe, habe ich mir gedacht, dann nehmen wir jetzt erstmal nur Szenen aus dem Spieltrailer. Aber schreibt mir, was ihr davon haltet. Und dann gucke ich, ob ich ihn vielleicht ganz rausnehme oder verändere. So, ich würde mal sagen hier, du solltest vorher auf jeden Fall mal noch ins Bad gehen. Mhm. Stimmt, hier unten haben wir auch ein Bad. Aber unser Klo ist weg. Warum ist unser Klo hier unten weg? Das geht doch so nicht. Ich kann doch nicht einfach so das Klo verschwinden. Sanitär. Klöchen. So. So, Felix, du gehst da unten hin und dann haust du dich schon mal ins Bettchen. Und Alexis ist, glaube ich, schon soweit bettfertig. Genau. Max ist auch soweit. Super, weil dann können wir hier die komplette Familie jetzt ins Bett schicken. Wir haben 20 nach 8, das ist eigentlich noch verdammt früh. Aber es ist besser, wir schicken sie zu früh schlafen. Und sie kommen morgen gut aus den Federn, als dass wir sie zu spät schlafen schicken. Nein! Es sind jetzt noch 3 Tage bis zur Arbeit. Mann! Ich will doch weitermachen. Das ist ja jetzt doof. Na. Mistiger Mist. Wisst ihr, was wir machen, Leute? Wir machen das jetzt so. Ich mache hier jetzt einen kleinen Cut ins Video und dann sehen wir uns hier 2 Tage später wieder am Freitag. Wir können so lange eh nichts machen. Ich möchte euch doch hier wirklich die Inhalte zeigen. Das heißt, ich möchte auch mit Max wieder auf die Arbeit. Bis dahin wird sich hier nicht wirklich viel tun. Das heißt, wir sehen uns hier am Sim-Freitag dann gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder zurück. Wir haben jetzt Freitag hier um 10 vor 6. Die Bedürfnisse unserer Sims sind alle gefüllt. Und, oh mein Gott, ich habe Max in der Zwischenzeit, um ein bisschen die Zeit rumzukriegen, trainieren lassen. Und ich finde, ich habe ihn zu viel trainieren lassen. Er ist ein zu, ja, heftiger Muskelprotz geworden, leider der Gute. Ja, der darf jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Muskeln verlieren. Oh Mann. Er sieht echt aus wie ein Bodybuilder. So kann er hier die Patienten, die etwas kräftigeren Patienten, wenn sie nicht mehr fit sind und nicht mehr laufen können, kann er sie auf die Liege bringen und tragen. Das kann natürlich auch was wert sein als Arzt. So. Wie lange haben wir jetzt hier noch bis zur Arbeit? 7 Uhr fängt seine Schicht an. Wir haben 6.20 Uhr. Eieiei. Bei Alexis und Max brennt immer noch das Feuer der Liebe. So, Maxchen. Dann machen wir uns gleich mal auf die Arbeit. Dumm-di-dumm-di-dumm. 7 Uhr. Wir machen natürlich wieder mit. Wir begleiten Max wieder zum Krankenhaus und gucken mal, dass wir es heute besser hinbekommen. Jetzt weiß ich ja, dass ich oben auf die Sachen gucken muss, weil da steht, was Max erledigen muss. Was wir erledigen müssen. Es ist so ein bisschen aufgebaut wie bei einer Party, glaube ich, dass man immer wieder neue Aufgaben bekommt. Und je mehr man erfüllen kann, desto besser ist die Jobleistung am Ende des Tages.
Aber schauen wir jetzt mal, wie genau das aussieht. So, was haben wir hier als erste Aufgabe? Wir müssen mit einem Kollegen reden und ihn nach seinem Tag fragen und ein Bett machen. Da kommt Muskelmann Max. Max Muskelmann kommt auf die Arbeit. Moment. Hier, wie wär's, wenn du dich einfach erstmal fröhlich vorstellst? Was haben wir hier? Genevieve Sparra! Oh gosh! Kann man hier direkt... Wo kann man denn nach dem Tag fragen? Ich weiß... Hier, nach Tag fragen. Das heißt, wir müssen uns erstmal hier gar nicht so unbedingt um die Patienten kümmern. Wir müssen erstmal gucken, dass wir so ein bisschen das Zwischenmenschliche aufbauen. Das haben wir schon mal abgeschlossen. Jetzt sind wir schon mal besser dran als gestern. Mit einem Kollegen plaudern. Freundlich? Wo ist denn Plaudern? Haben wir Plaudern überhaupt? Tratschen hätten wir. Ach nee, wir haben doch hier schon Plaudern. Ach so, es ist auch schon auf 1 von 2. Aber wo war Plaudern nochmal, wenn ich das... Ah, okay, das hat schon gereicht. Das heißt, wir haben jetzt das zweite ab. Geschlossen mit einem Kollegen über die Arbeit reden. Was haben wir denn hier? Über Arbeit beschweren? Nee. Er ist ja eigentlich glücklich damit. Vielleicht Arbeitsmoral loben? Wo ist er denn jetzt hin? Ich hoffe, das zählt dafür. Oh Gott, wir haben uns noch um keinen einzigen Patienten gekümmert. Er sagt jetzt einfach mal, oh, ich will so werden wie du. Ich bin zwar erst neu in dem Job, aber ich bewundere, wie du dich hier reinhängst. Und das möchte ich hier auch leisten. Plaudern sie jetzt schon? Nee, er wird von Lena gelobt. Ist das denn über die Arbeit geredet oder ist das was anderes? Sie wurde anscheinend gerufen. Okay, vielleicht sollten wir erstmal hier schauen, dass wir das Bett machen. So, zack. Yeah, er hat's drauf. Was bekommen wir als nächste Aufgabe? Medizinforschung recherchieren. Das können wir, glaube ich, auch hier machen, oder? Können wir mit ihr über die Arbeit reden? Nö, ne? Dann haben wir hier... Hier haben wir doch bestimmt irgendwo recherchieren, oder? Medizinforschung auf Sim Medical recherchieren. Na prima, das sieht ja aus wie Google hier. Ja, man muss ja auch ein bisschen was rausbekommen, auch wenn man jetzt hier gerade erstmal nur Praktikant ist. Oh, was ist denn da mit einem Pferd? Tja. Da bin ich auch mal gespannt, wann die Tiere kommen. Die werden garantiert wiederkommen. Die Frage ist nur, wann. Eine Pfütze aufwischen. Haben wir denn hier überhaupt irgendwo eine Pfütze? Wir hätten hier was zum Wegwerfen, aber ich glaube, eine Pfütze zum Aufwischen. Doch, hier hinten aufwischen. Komm mal hier rüber. So. Bisschen sauber machen, so Alltagsaufgaben. Er macht sich doch schon ganz gut. Er hat hier gleich den ersten Balken schon voll. Wir haben gerade mal 20 nach 10. Er hat schon viel geschafft in der recht kurzen Zeit hier. Ja, prima. Er hat hier schon mal Bronze-Level heute erreicht. Mit einem Patienten plaudern. Aber er muss immer noch mit einem Kollegen über die Arbeit reden. Wer ist erstmal hier mit freundlich vorstellen? Du musst jetzt nicht das ganze Krankenhaus hier putzen. Gut, mit einem Patienten geplaudert hat er auch. Das haben wir auch abgeschlossen. Eine Tasse Kaffee trinken, immer nur mit einem Kollegen über die Arbeit reden und einem Patienten auf der Untersuchungsliege Essen bringen. Bringen wir auch hier direkt dem Patienten mal das Essen. So. Aha.
Scheint ihm auf jeden Fall geschmeckt zu haben. Jetzt muss er noch ein Bett machen. Könnt ihr hier nicht über die Arbeit reden? Nach Entbindungstermin fragen? Ist sie schwanger? Hier hinten wäre noch ein Bett zu machen. Nee, du redest jetzt nicht mit dem Dino. Du kümmerst dich jetzt erst mal hier hinten um das Bett. So. Jetzt ist wieder alles prima mit einem Patienten plaudern. Dann plauder doch mal hier mit Tobias Krämer. Einmal freundlich vorstellen und dann noch ein bisschen plaudern. Dann haben wir den Punkt auch schon mal wieder abgeschlossen. Wir wollen doch heute mal ein bisschen fleißiger sein mit Max. Was heißt fleißiger sein? Ich finde, wir waren in der Folge heute Morgen auch schon sehr fleißig, nur in die falsche Richtung. Wir haben versucht, uns um die Patienten zu kümmern. Aber jetzt brauchen wir hier mal, komm, ihn müssen wir jetzt behandeln. Sternenklare Augen mit Medizin behandeln. Tatsache, der hat irgendwas mit den Augen anscheinend. Da. Einmal trinken bitte, damit wir hier wieder ein Bett zu machen haben. So, und wir haben einen Patienten geheilt. Das wirkt sich bestimmt auch nochmal gut auf unsere Akte aus. Guck mal hier, Max geht richtig auf in dem Job. Richtig toll. Und er muss einem weiteren Patienten Essen bringen. Der hat eigentlich schon was gegessen, oder? Egal, er kriegt nochmal was. Der leidet jetzt einfach hier an Untergewicht. Der ist wegen Bulimie im Krankenhaus und muss was essen, um wieder zu Kräften kommen. So, okay. Er muss noch ein Bett machen. Das heißt, wir behandeln ihn auch und impfen ihn gegen die Lama-Grippe. Scheint er gut hinzubekommen. Da haben wir auch gestern schon einiges an Erfahrung gesammelt. So, Bett machen bitte. Ja, läuft doch hier. Und nochmal mit einem Patienten plaudern. Wie wäre es, wenn du dich ihr nochmal freundlich vorstellst? Das ist Kim Roth. Hey Mann, die kennen wir doch noch. Also die, die beim Livestream dabei waren, kennen sie. Denn die hatten wir ja eigentlich bei uns angestellt im Einzelhandel. Und da hat sie sich ja total daneben benommen. So, trotzdem behandeln wir sie hier und impfen sie gegen die Lama-Grippe. Na los, impfen! Einmal zack. Und schon ist alles in Ordnung. Ah, ich finde das echt toll. Und das hier ist, glaube ich, noch eine relativ einfache Karriere. Oh, wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Nee, eine Stunde, zwei Minuten. Eine Pfütze können wir nochmal aufwischen. Haben wir denn noch irgendwo eine? Ich glaube nämlich nicht. Dann trink mal einen Kaffee. Verlänger mal noch deinen Arbeitstag, würde ich sagen. Länger bleiben. So, hier einen Kaffee machen und trinken, ist es auch noch drin. Verbessert auch die Jobleistung, du wirst wieder wacher und hast bessere Ideen, was du mit den Patienten machen kannst. So, prima. Hui, der braucht aber lange zum Trinken. Beschleunige hier das Ganze mal ein kleines bisschen. Willst du denn hin? Du sollst den Kaffee trinken. Ja, er schaut ihr schon mal aufmerksam zu. Ach, da ist auch eine Pfütze, die er wegwischen könnte. Hat er jetzt den Kaffee getrunken? Nee, hat er nicht. Du trinkst jetzt den Kaffee und wischt die Pfütze hier wie verrückt auf. Ganz schnell wegmachen hier. Ich glaube nicht, dass wir heute noch die goldene Leistung abschließen können. Aber wir versuchen es einfach mal. Nein, du wischst jetzt nicht weiter auf. Du recherchierst nochmal auf Sim Medical. So, in einer Stunde endet ja auch schon der Arbeitstag von Max. Wir haben einiges geschafft. Na komm, das kriegen wir doch bestimmt noch irgendwie hin. Einem Patienten Essen bringen. Wir haben nur gerade keinen Patienten mehr.
zur Untersuchungsliege bitten. Beeil dich, wenn wir das noch hinkriegen und du ihr noch was zu essen geben kannst. Du hast noch eine Viertelstunde Zeit. Essen bringen. 3 Minuten noch, 3 Minuten noch. Lass es uns abschließen, lass es uns abschließen. Jawohl. Aber wir haben nur Silber bekommen. Es hat sich im letzten Moment auch noch gefüllt. Max hat heute gute Arbeit geleistet. Er kann es schaffen, das Krankenhaus in einen Ort der Hoffnung zu verwandeln. Er hat 144 Simoleons verdient. Ja, das geht doch. Wir sind ganz, 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 ganz knapp am Goldstatus gescheitert. Ja, das lässt doch hoffen. Das lässt doch hoffen auf mehr. Max hat auf jeden Fall hier an diesem zweiten Tag sehr viel mehr bewiesen. Und er hat jetzt eigentlich den zweiten Tag in Folge Praxiserfahrung gesammelt. Und das ist ja das. Wir erinnern uns, was er als Voraussetzung hat für die erste Beförderung. Wir gucken gleich mal noch genauer da rein. Ei, aber fertig ist er und aufs Klo muss er und was essen muss er. Genau. Nimm aktiv am Arbeitstag des Arztes im Krankenhaus teil. 2 Tage haben wir abgeschlossen. Jetzt muss nur noch die Jobleistung passen und die hat sich erheblich verbessert hier heute. Ja, Mensch. Nein, du gehst jetzt erstmal aufs Klo, wäschst dir die Hände und dann öffnen wir mal. Hier ist doch noch genau. Chili ist hier noch drin. Ein Gericht nehmen. Ja, Mensch, also richtig super läuft's hier. Mit Max und seinem neuen Job. Ach, setz dich doch hin. Du musst doch nicht im Stehen essen, Mensch, hier. Eieiei. Okay, ihr Lieben, dann würde ich aber auch sagen, verabschiede ich mich hier für heute von euch. Kommt gut in den Ostersonntag rein. Jetzt ist ja bald Ostersonntag. Morgen gibt es natürlich auch wieder 2 Folgen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich sie online bringen kann, da ich ja nachmittags auch nicht zu Hause sein werde, sondern bei meinen Eltern bin. Aber irgendwie kriegen wir das schon auf die Reihe. Da bin ich ganz optimistisch. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen, ja, schönen Ostersonntag will ich nicht sagen. Morgen kommen ja 2 Folgen. Also dann bis morgen, ihr Lieben. Und wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr von der Idee mit dem Intro haltet. Ich würde mich freuen, egal ob Kritik oder Lob. Haut's einfach rein. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.